Ja, also ich bin Miriam Bogst und ich arbeite als Agile Coach bei der Atuvia AG. Genau, also ich hatte halt im Vorfeld vor dem Training schon Erfahrungen als Scrum Master gesammelt und was dann sozusagen immer mehr in mein Interesse gerückt ist, war der Agile Release Train. So, und manchmal frage ich mich heute noch, warum ich dieses Bauchgefühl hatte, dass das für mich so was Interessantes sein könnte, weil es eigentlich niemanden gab, der so direkt gesagt hat, ja, beschäftige dich doch mal damit. Ja, und dann, ja, also es ist da schon irgendwie, ich glaube, das, was ich damals schon so empfunden habe, ist, dass so ein Agile Release Train einfach im Unterschied zu dem Wirkungsbereich, den ich früher hatte, einfach nicht nur ein Team umfasst, sondern irgendwie so eine schlaue Größe an Menschen, eine Gruppierung, aber halt vor allem mehrere Teams. Und allein dieser Begriff Release Train Engineer, da hatte ich das Gefühl, dass der eben dann ja, so ein gutes Wissen darüber hat, wie man den Agile Release Train gestalten sollte, damit er auch gut funktioniert und damit eben diese Teams auch übergreifend sehr gut und produktiv agil zusammenarbeiten. Ja, und dann bin ich einfach an meine Führungskräfte herangetreten und habe gefragt, ob ich diese Release Train Engineer Ausbildung machen darf. Und genau, es hat mir von Anfang an super gut gefallen. Aber eigentlich wird es dann so richtig interessant direkt, also während des Seminars, weil wir da eben dann auch gehört haben, ne, dass es sich besonders irgendwie anbietet für Menschen, die halt beispielsweise schon Erfahrung haben als Projektleiter und als Scrum Master. Und spätestens da war ich mir dann sicher, dass ich halt auch genau richtig bin, einfach von dem Erfahrungsschatz, den ich mitbringe. Also was war letztendlich das Besondere? Also für mich war es einfach so ein perfekter Mix. Also ich hatte das Gefühl, dass es relativ kurze Sequenzen waren, aber dass es sich einfach so perfekt abgewechselt hat. Also auf der einen Seite haben wir eine kurze Vorstellung durch die Trainer erhalten, dann ging es aber auch immer direkt wieder in Gruppenarbeiten in unterschiedlichen Konstellationen. Dann musste gleichzeitig auch noch präsentiert werden, was wir in den Gruppenübungen erarbeitet hatten zum Beispiel. Dann haben wir Videos angeschaut. Teilweise gab es aber auch Phasen, wo wir mal wirklich einzeln selber ganz alleine reflektieren mussten. Und ich glaube, dass das halt die Intensität von dem Training ausgemacht hat, so dass ich einfach so ein ganz neues Gefühl hatte, wie viel ich überhaupt in eigentlich ja so kurzer Zeit lernen konnte. Und wenn man dann jetzt schaut, was ich damit gemacht habe, also ich habe im Dezember tatsächlich diese Schulung gemacht zum Release Train Engineer. Damals haben wir 40 Stunden miteinander verbracht. Darauf folgend gab es natürlich dann noch so eine Zeit, in der wir auch dann individuell uns nochmal auf die Zertifizierung vorbereitet haben. Und danach habe ich das Wissen direkt angewendet. Also das war sicherlich auch eine glückliche Fügung, ne, dass sich halt in der Praxis dann direkt so eine berufliche Option auch ergeben hat, wo ich das direkt anwenden konnte. Aber es hat auch geklappt. Also ja, also für mich ist das halt das Besondere an dem Training gewesen, ne? Dass ich auf der einen Seite so eine extrem intensive Lernerfahrung hatte, wo ich schon direkt empfunden habe, dass ich mir viel mehr merken kann, als das bei anderen Trainings der Fall gewesen ist. Und dann halt aber auch direkt in der Lage zu sein, es anzuwenden, ne? Also es war jetzt natürlich auch nicht immer einfach, das Wissen anzuwenden, ne? Aber zumindest hat mich das Training an den Punkt gebracht, wo ich dann so mutig war, das auch zu tun, ne? Und das finde ich ist schon was Besonderes, ja. Genau. Und letztendlich sind wir dann halt, also mit dem Tribe in dem Fall in unserem Unternehmenskontext, den ich dann betreut habe, gab es ein paar Monate, wo wir uns praktisch auf das erste PI vorbereitet haben. Aber wir haben das dann auch von A bis Z durchlaufen. Also bis hin zu jetzt am 1. Juni zum Beispiel hatten wir dann halt so ein großes Tribe-Event, wo wir dann eine gemeinsame Demo hatten und auch eine gemeinsame Retrospektive. Und dann nochmal die Woche danach auch noch so ein Innovationstag. Also so ganz klassisch, wie bei Safe auch in der Woche 9. Ja, und das ist dann schon cool. So. Also es ist auf jeden Fall für mich bemerkenswert, wie viel in der kurzen Zeit passiert ist, ne? Also, wenn man sich das mal vorstellt, dass ich im Dezember ganz neu in der Thematik war, dann super intensive Zeit hatte im Training
dann nochmal natürlich selbstständig was gemacht habe, aber dass ich dann auch tatsächlich Menschen begleiten konnte und halt auch direkt eine Veränderung auslösen, so ein erstes PI durchlaufen, das hätte ich vorher nicht erwartet.